Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute CO2 Welt ohne Morgen von Tom Roth mitgebracht. Ich fand die Idee super, aber das Buch selbst konnte mich nicht packen. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute CO2 Welt ohne Morgen von Tim Roth mitgebracht. Ich finde das Cover wunderschön. Also man kann das CO2 hier, kann man fühlen, den Rest nicht. Das sieht man vielleicht hier jetzt auch so. Das ist der Rücken und der Klappentext. Zwölf Kinder aus 12 Nationen nehmen an einem Klimacamp teil. Dort werden sie entführt, ihre Betreuerin schwer verletzt und bald darauf schicken die Entführer ein Video hinaus in die Welt. Wenn die Nationen und die Menschen nicht auf ihre Forderungen eingehen, stirbt in regelmäßigen Abständen ein Kind. Wie wird die Welt darauf reagieren? Und heiligt der Zweck die Mittel? Ich fand die Idee mega. Ich war so gespannt und musste das Buch einfach lesen. Es klang so spannend und voller moralischer Dilemma. Und es geht eben auch um ein aktuelles Thema mit dem Klimaschutz und den Regierungen, die immer so tun, als würden sie noch ach so große Meilensteine beschließen und am Ende tut sich wieder nichts. Das Problem an der Sache war nur, dass die Umsetzung einfach nicht meins war. Ein großes Problem für mich war der Aufbau des Buches an sich. Es wird vielen Charakteren gefolgt und man springt durch Zeit und Raum. An sich habe ich nichts dagegen, wenn Gegenwart und Zukunft in einem Buch nebeneinander herlaufen, aber hier kamen eben auch noch Vergangenheit, frühere Vergangenheit etc. dazu. Zudem hat man erst im laufenden Kapitel erfahren, wem man denn da jetzt wieder folgt, anstatt dass am Anfang klar gekennzeichnet wird. Ich tue mich mit sowas immer schwer. Davon abgesehen habe ich den Kernpunkt des Buches leider schon sehr früh erraten. Wirklich richtig, richtig früh. Und dadurch kam bei mir keine Spannung mehr auf. Aber schon bevor ich das erraten habe, hatte ich meine Probleme mit den Charakteren. Mir war kaum jemand wirklich sympathisch. Nur die Mutter von Hannah und ihr Onkel waren mir etwas sympathischer. Ich fühlte mich größtenteils auf Distanz gehalten und mich konnte das Buch zu keinem Zeitpunkt wirklich packen. Ich habe nicht mitgefiebert und empfand es als langatmig. Die Thematik ist wichtig und es ist klar, dass etwas passieren muss und es ist frustrierend, dass die Politik der ganzen Welt die Augen verschließt. Deswegen fand ich auch die Idee des Buches so toll, dieses Was-wäre-wenn-Spielchen in einer radikalen Form. Aber bei mir ist das alles irgendwie zwischendrin verpufft. Mich konnte das Buch leider nicht packen. Ich fühlte mich den zahlreichen Charakteren mit ihren zahlreichen Perspektiven quer durch Raum und Zeit einfach nicht nah. Es kamen keine Emotionen bei mir an. Alles wirkte so distanziert auf mich. Ich habe den Kernpunkt extrem früh erraten und das war der Spannung alles andere als zuträglich. Ich empfand das Buch vor allem als verwirrend. Wegen der vielen Charaktere und der vielen Perspektiven und es war halt auch langatmig. Wer sich für das Thema Klima und Klimaschutz interessiert, kann ja noch einiges lernen, aber darum geht es für mich in erster Linie nicht bei einem Thriller. Das Buch war leider einfach nicht meins. Von mir bekommt es wegen der Mega-Idee noch 2 Sterne, aber mehr war leider nicht drin. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!